Und du kannst Antworten unter deinem Tweet zu deinem Tweet löschen, wenn sie dir nicht gefallen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber Meinungsfreiheit, Zensur. Man muss es aber so sehen, das ist ja dein Space. Also wie, ähnlich wie auf Instagram. Und wenn irgendwelche Leute kommen und dich beleidigen, diskreditieren oder was auch immer, und bei Hive finde ich das eigentlich ganz gut, dass du irgendwie Hass, also so Leute, die einfach nur da sind, um Hass zu verbreiten, dass du die Antworten einfach löschen kannst. Und damit das Ganze, also dein Space besser moderieren kannst. Das geht auf Twitter nicht. Du kannst dein Space auf Twitter nicht moderieren und auf Hive kannst du es halt eben doch. Und deswegen kannst du dir so eine positive Atmosphäre schaffen und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil. Und bei mir hat das meistens Leuten nicht gefallen, wenn sie beispielsweise rechts waren. Also es hat sich noch nie irgendjemand beschwert, der ähnliche Ansichten vertreten hat wie ich. Und Jet hat geschrieben, was ist schlimm an rechts? Habe ich das gesagt? Ich habe nur gesagt, dass ich denke, Twitter wird sehr rechts die nächsten Jahre. Aktuell gibt es leider auch viel Falschinformationen. Keiner hat irgendwas von schlimm gesagt. Aber dass das schlimm sein soll, das hast du jetzt gesagt, mein Freund.